Hallihallo, meine lieben Freunde der Starkraft 2 Unterhaltung. Ihr seid richtig bei Mr. Pink. Und wir fangen an mit dem nächsten Spiel. Es ist nicht Little Extreme Masters. Es ist nicht, keine Ahnung, es ist, glaube ich, Gigabyte oder Zotac Cup mit zwei mir unbekannten Spielern. Und das Spiel hat eine sehr gute Bewertung bekommen. Und das findet statt auf Terminus mit dem vierfach eingelassenen Kreiselhäcksler. Es ist einfach immer wieder eine Pracht, dieses Gerät in Aktion zu sehen. Und es ist Baboon Prime, keine Ahnung, wer das ist, als pinker Zerg, auf jeden Fall schon mal sympathisch, gegen Skelett als orangener Protoss. Und das Ganze halt, wie gesagt, hier auf Terminus. Und ich bin gespannt, was hier losgeht. Lasst es uns sehen. Protoss will auf jeden Fall, wie es aussieht, schnell expandieren, vorne zubauen, Forge Expand, vielleicht hier noch ein paar Gates hingeschlotzt, ich weiß es nicht. Und das wird natürlich jetzt hier interessant, denn Zergi kommt mit dem Overlord hier gleich angefahren. Angeflogen. Und hat jetzt hier auch seinen nächsten Ovi schon am Start. Also kein Schieß hier vom Zerg mit irgendwelchen 6, 7, 8, 9, 10er Pools. Obwohl ja laut Action Jesus ein 8er Pool schon ein Makro Pool ist und das ist kein Cheese. Action Jesus in letzter Zeit übrigens sehr selten in Cups unterwegs. Ich habe letztens mit ihm gesprochen und er sagte, er ist momentan ein bisschen unmotiviert, hat gerade keine Lust zu spielen. 13er Guards auf jeden Fall von Baboon Prime. Ich hoffe aber, dass wir vom guten Lars demnächst wieder mehr sehen werden. Also er spielt am Tag ein paar Games, aber der macht immer nur so Fun-Maps gerade. Oder so 2-on-2, 3-on-3 spielt er. 13er Pool, 13er Gas, also Speedlinge wahrscheinlich für Baboon Prime. Und ich hoffe aber, dass Action Jesus bald wieder die Lust findet zu spielen. Ja, was macht Skillet? Der sammelt hier weiter seine Props. Oder lässt seine Props sammeln und spielt jetzt hier Nexus First wahrscheinlich. Eieieiei. Ist jetzt hier auch hier vorne mit seiner Probe schon am Start. War er beim Zerg schon drin? Nee. Er hat den Pool noch nicht gesehen und das Gas auch nicht. Und das ist natürlich jetzt hier wieder Multi-Choice, würde er ausrasten, wenn er das sieht. Nexus First gegen 13er Pool ist eigentlich, und das auch hier vorne, das kriegst du hier im Leben nicht mehr zugebaut. Und Zerg denkt sich hier, haha, dich rasch ich weg, Dunhoop. Ja, aber erstmal gibt es noch keine Linge. Queen kommt erstmal ganz entspannt. Also ich würde ihn jetzt ja eiskalt wegraschen, ganz klar. Also ich rasche ja sonst nie. Aber in dieser Situation hier würde ich es wahrscheinlich machen. Die Forge ist gleich ready. Gateway kommt hinterher. Ja, und jetzt kriegt das halt doch noch zu. Weil der gute Zerg hier erstmal weiter noch Drohnen gebaut hat. Anstatt hier gleich Linge zu pumpen. Speedling Upgrade läuft auf jeden Fall. Hier vorne von Skillet jetzt auch die Echse blockiert. Und erste Kanone kommt. Jetzt wird das Ganze schon wieder ein bisschen interessanter. Aber es ist halt immer noch sparangelweit offen. Mit den Lingen läufst du einfach durch. Mal gucken, was passiert. Ah, die Linge, wo sind sie? Da sind sie. Vier Stück. Ja, aber er will doch nicht aggressiv spielen hier, Baboon Prime. Schauen wir auch mal auf die APMs. 40 beim Protoss gegen 100 beim Zerg. Also 40 APM reicht auch vollkommen aus. Ich kenne mich da ja selber aus im High-Level-Play hier. Ich bin ja selber Ultra-Pro. Grandmaster-Liga für mich wurde noch nicht eröffnet. Aber sie soll wohl bald kommen. Und hier vorne geht Baboon Prime mal durch die Steine. Und das ist natürlich auch interessant. Dann macht er hier, weil der Protoss sieht es auch gar nicht, kann da ganz entspannt hier hinten rum rein. Ihr wisst es, hinten rum rein ist sowieso eins der Highlights. Core kommt beim Protoss, weitere Probes kommen. Der fühlt sich jetzt, denke ich mal, sehr, sehr sicher. Baut jetzt auch hier nochmal schön die zweite Kanone. Vom Zerg kommen immer mehr Linge. Oh, oh. Ich kann mir schon denken, wie das hier gleich ausgehen wird. Noch mehr Linge kommen jetzt hier vom Zerg. Jetzt ist hier der Zeitpunkt erreicht für den Zerg, wo er halt sich denkt, alles gleich, pumpt nur noch Linge. Noch mehr Linge, nochmal sechs Stück spawnen jetzt hier. Ja, wie gesagt, der geht hinten durch die Steine. Ach du Scheiße, was hier passiert? Maus fail. Und wird dann halt hier die Kanonen umgehen und dann halt, ne? Ja, hier vorne halt jetzt eingewallt, zwei Cannons, erster Stalker. Aber so viele Linge. Die Steinchen gleich durch. Und noch mehr Linge hier im Anmarsch von Baboon Prime. Das kann der Protoss, das kann er sich abschminken. Ja, hallo, denkt sich der Protoss. Wo kommst du denn her? Ja, ich mach mir gar nicht die Mühe und renn hinten durch die Mineral Line, sondern renn einfach gleich mal an deinen Scheißkanonen vorbei. Hallöchen, 40 zu 40. Und Army Supply 2 zu 20. Und weitere Linge stehen hier hinten schon parat. Und der Nexus wird abgerissen.
Zwei Worker sind schon down, drei Stück nämlich. Und hier vorne, was macht er? Ja, sammeln, sammeln, sammeln. Ein Stalker. Hui, ein Gate nur. Doch, so eine Scheiße. Riesenblamage hier für Skillet. Und das Ganze nur wegen einem kleinen Fehler. Ich würde erstmal jeder Stalker surrounded. GG von Skillet has left the game. Und ja, auch der Berse geht down. Ja, was war der Fehler? Einfach nur hier einen Pylon stellen, dass du siehst, dass er hier an die Steine geht. Und während er mit den Lingen an den Stein knuspert, hast du genug Zeit, hier entweder auch noch ein, zwei Kanonen zu stellen oder halt nochmal schnell statt ne, hier 20 Millionen Worker, die er ja hier hat. Wir gucken mal aufs Income. Ja, der hat fast, ja, der hat 34 Worker. Vier sind gekillt. Also er hatte fast 40 Worker, was ja im Prinzip gut ist. Aber wenn du halt hier den Pylon hinstellst und siehst, dass der Zerg durch die Steine will, dann baust du hier halt auch nochmal eine Kanone hin und dann bist du safe. Und das hat er nicht gemacht. Und deswegen hat er verkackt. Riesenskandal hier auf Terminus. Blamage für den Protoss. Und wenn ihr auch mal Forge Expand spielen wollt auf Terminus, dann denkt dran, baut da hinten den Pylon. Und bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Bis später.